Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder, weiter geht's mit Reactions und ja, heute reagieren wir auf Tourette reagiert auf eure Beichten. Mir ist gerade im Video aufgefallen, so, also im ersten Frame so, ja, er sieht aus wie ein Priester, aber es macht irgendwie Sinn, so, wenn die auf Beichten reagieren. Ich habe mir so gedacht, ey, wieso sieht denn aus wie ein Priester, aber vielleicht wegen Beichten und so. Sieht aber irgendwie cool aus, Bayern, ne? Muss man ja sagen. Zu Beginn lese ich ein bisschen aus meinem speziellen Buch vor. Viele von euch haben es vermutlich schon mal gesehen. Das satanische Ritual. Muss er selber lachen. Wir mögen schwarze Katzen und sind alles ganz liebe Menschen. Okay, okay. Ich finde den Gartenzwerg so übelst geil. Ne, also mit dem Eiffelturm, das ist natürlich nicht gefotoshoppt, genauso sieht der Gartenzwerg aus. Okay, dann legen wir mal los. Hi! Hi! Dicker Motto! Wer ist denn das? Herr Satan! Ich hab gesagt nicht hi. Okay, herzlich willkommen zu dem neuen Video hier, Leute. Wir haben euch auf Instagram nach Beichten gefragt und ihr habt sehr intensiv und viel gebeichtet, falls ihr auch mal dabei sein wollt bei dem Format, dann folgt uns gerne auf Instagram, egal auf welchem Kanal, dort werden wir regelmäßig Fragensticker zu dem Thema machen und dann habt ihr vielleicht auch die Möglichkeit. Wir zeigen euch jetzt den satanischen Schlüssel. Dass eure Beichte vorgelesen wird. Ich klappe mal das MacBook auf dem sich die Beichten befinden. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was du den Leuten vielleicht so als Rat geben wirst auch teilweise. Ja, bin ich auch mal sehr gespannt. Ich muss sagen, einige Sachen habe ich ein bisschen geschockt. Ich bin mal sehr gespannt, was ihr so für Beichten geschrieben habt. Ja. Kriegst du von Weihwasser auch immer so schlimme Ausschlag? Habt ihr nicht so viel Erfahrung mit. Ich habe mal als kleines Kind versehentlich unseren Kanarienvogel ertränkt. Oh nein. Boah. Das ist fürchterlich. Ja, also wenn das aus Versehen passiert ist, war es ja ein Unfall. Ich will gar nicht lachen, das ist eigentlich so schlimm. Das ist gar nicht lustig. Oh Gott, wie schrecklich. Ja, aber wie kommt man auf die... Also wie kommt man drauf? Also so ein Vogel ist ja meistens dann im Vogelkäfig. So. Und ich sage jetzt mal, das Wasser, da drin ist ja jetzt nicht 50 Meter tief, ne? Also entweder man muss es ja dann irgendwie mit Gewalt gemacht haben oder man hat den Vogel genommen und hat den irgendwie... Oh nee, jetzt will ich mir gar nicht... Oh nee, in die Toilette, ey, der arme Vogel. Wie kann man sowas aus Versehen machen? Oh krass, Vogel, ey. Ich wurde so heftig gevögelt. Ja, ich dachte, du bist gut zu vögeln. Der arme Vogel. Hatte mal einen Akt... Und danach haben wir das Kondom nicht mehr gefunden, dachte mir nichts dabei und ein paar Stunden später habe ich es in mir gefunden. Oh je. Geil, in mir gefunden. Ich stelle mir gerade einfach die Situation so vor. Ach geil, man ist so irgendwie... Dann ist so beim Abendbrot essen und blub. Oh, hier ist das Kondom. Geil. Was währenddessen wegrutscht. Ich gehe mal davon aus, dass ihr auch Gleitgel verwendet habt und das sollte am besten nicht unter das Kondom kommen, weil das sonst leichter wegrutscht. Und das ist klar, dass das dann halt schneller passieren kann. Hey, hoffentlich hat das mittlerweile wiedergefunden. Ja, sie hat es ja in sich wiedergefunden. Ich habe mal meine Katze mit Katzenfernhaltespray eingesprüht. Da war ich 9 und wütend. Ist das schlimm? Ich wusste, dass ich das schockieren will. Also das ist ja schlimm. Oh Gott, Jan, alles gut. Schande über dich. Das ist aber keine Empfehlung. Was soll man da empfehlen? Dass man das wohl nie wieder machen sollte, ist ja wohl selbstverständlich. Hä? Aber was ist ein Katzfernhalte-Spray? Es gibt Sachen, die kenne ich gar nicht. Ist das so schlimm? Also da... Ach so, er hat die Katze eingesprüht. Das ist natürlich, ich dachte, ich hab zuerst so verstanden, dass er sich eingesprüht hat. Aber was passiert denn bei dem Spray? Also, da wird die Katze, denke ich mal, ein bisschen wilder. Ne? Ist sie ein bisschen wilder unterwegs? Ich wusste, dass ich das schockieren will. Also, das ist ja schlimm. Oh Gott, Jan, alles gut. Schande über dich. Das ist aber keine Empfehlung. Was soll man da empfehlen? Da kommt Satan dass jetzt man das wohl nie wieder machen sollte, ist ja wohl selbstverständlich. Hä? Ja.
Ich habe mal aus Versehen fast ein Schulkind entführt, als ich Au-pair in Asien war und sie verwechselt habe. Ach so, ja, okay, verwechselt. Okay, ich war gerade so ein Kind, sowas ausprobieren. Scheiße. Also Gott sei Dank hat er sich ja noch aufgeklärt. Also das ist ja... Ich glaube es nicht, das also ist das Tollste... Ich muss sagen, ich wurde bei der Geburt auch verwechselt. Normalerweise bin ich ein Kind von Millionär. Aber Vater, melde dich. Ich weiß, du bist da draußen irgendwo. Aber wurde ich, da wurde ich leider verwechselt. Aber gut. Hey, Sie, grüne Frau. Ja. Kann ja mal passieren. Oh, einen Moment. Das ist mein Lieblingsbeispiel. Ja, Alarm. Die kommen. Jetzt ich kommen sie zum Beispiel, dass ich sehr oft an den Tangas meiner Schwester rieche. No joke. Da, oh. Mein Rat ist, hör auf. Zum Psychologen. Nee, also ich würde ganz ehrlich sagen, also ich selbst das finde ich schon ein bisschen heftig, aber ich würde es ja verstehen, wenn er das vielleicht bei fremden Frauen macht, weil es gibt ja da so einen Fetisch. Ich will mir das, selbst das will ich mir nie ausmalen. Es gibt ja, ich weiß, es gibt in Deutschland, und da sind wirklich Frauen auch mit, was heißt, nie reich geworden, aber die verdienen damit ganz gut Geld, dass die ihre Socken oder ihre getragene Unterhose oder sowas, wo man vielleicht Gebrauchsspuren dann sieht, da gibt es halt Kerle, die stehen auf sowas, wo ich mir denke, okay, sollen das die Kerle machen? Von mir aus finde ich absolut, von mir aus. Es gibt ja sogar, jemand, der macht zum Beispiel aus Slips und sowas, also jetzt gerade nicht mehr, aber der hat das vor ein paar Monaten gemacht, aus Slips hier Masken. Und das hat sich übelst gut verkauft, das hat sich richtig gut verkauft. Der Typ hat ja, oder war es eine Frau? Oh, das ist so lange her, dass ich mir das angeguckt habe. Ich weiß, ich glaube, es kann eine Frau gewesen sein, ich weiß nicht mal. Oder der Typ hat irgendwie so getragene Sachen eingekauft. Ich weiß leider nicht mal ganz genau. Ich weiß nur, dass die Firma dann Personal braucht. Weil ich mir so denke, what the fuck, ey. Also bei der Schwester sollte man wirklich dann so sagen, also wenn man das bei der Schwester macht, sollte man irgendwie ganz schnell einen Psychologen und Psychiater aussuchen. Ganz schnell. Das ist ein bisschen... Das ist selbst für die Eifel gestört. Ach, ich wusste gar nicht, dass der Lukas auch mitgemacht hat. Eigentlich, ich finde ich Tim viel toller als Jan. Ich werde dich umbringen, um dich zuerst. Nein, ich kann da nichts für. Wir fahren gemeinsam in die Hölle runter. Also, und ich arbeite da, du bist der Knecht. Ich habe mal was mit einem verheirateten Mann von 2 Kindern gehabt. Ehrenfrau. Ja. Geil. Da können wir keinen leider keinen Rat geben, glaube ich, weil wir selber nur nicht in der... Sowas finde ich immer so, boah. Keine Ahnung, also wenn man das irgendwie dann offen kommuniziert und sagt, hier, vor allem wenn das der Mann dann auch der Frau offen kommuniziert, dass die Beziehung nicht mehr klappt und die Partnerschaft nicht mehr funktioniert und man sich trennt und danach das macht, das finde ich vollkommen legitim. Aber ihr müsst euch immer bedenken, so immer vorstellen, dass die Kinder, die kriegen das dann irgendwann mit, dass die Eltern sich streiten, weil das vielleicht die Mutti rausbekommen hat. Und ich finde so, weiß nicht, das ist irgendwie so asozial, weil die Mutti, auch die Frau, ne, nicht nur die Mutti, sondern auch halt in dem Sinne dann auch natürlich die Frau, die wird vollkommen verarscht und steht dann vielleicht dann mit den Kindern alleine da und das kann auch Menschen mega fertig machen. Also, wie schon gesagt, wenn ihr auf sowas steht oder wenn ihr unbedingt sowas machen müsst, kommuniziert das klar in der Partnerschaft, dass ich erst mit dir zusammenkomme, wenn ihr das geklärt habt, wenn du Single bist. Weil sowas finde ich irgendwie ist ehrenlos, absolut ehrenlos. Situation waren. Ich sehe zum Beispiel, dass ich mal 2 Jahre voll den Crush auf Revi hatte. Alter, du bist aber gestört. Das fand ich richtig. Ja, also das ist wirklich... Ich weiß ja, dass ich fast meine Stiefschwester geschwängert habe. Ja, kann passieren. Kann man das Kind eigentlich Behinderung haben, wenn es ein Kind gibt? Wenn die Eltern leiblich verwandt sind, ja. Ich hatte mal etwas mit meinem Cousin. Wer jetzt... Nochmal. Was? Alter. Dass er fast seine Stiefschwester geschwängert hat. Also ich denke mal, sie wird ja nie ausgerutscht sein auf Sperma. Also ich denke mal, so... Das müssen eure Eltern jetzt erklären, für alle, die noch jünger sind und so, was da passiert.
Februar, Alter. Was, was laufen? Oh, krass, ey. Ich bin da am Überlegen, weil ich finde das Format übelst cool. Persönlich nicht so mein Ding, aber soweit ich weiß, ist das, glaube ich, auch nicht strafbar in Deutschland. Doch, aus der Eifel! Saarland. Ich habe mir eine Gurke in den Hintern gesteckt und sie danach gegessen. Ist das dann noch vegetarisch? Ja, natürlich. Vegetarisch bedeutet kein Fleisch zu essen. Ja, naja, aber wenn man... Das ist komisch, aber... Jeder hat's, ich glaube, du hast sie sauber gemacht zuvor. Ich beichte, dass ich mit meinem Ex-Freund während des Schluss gemacht habe. Während des Aktes? Dann war er ja aber gar nicht distanziert von dir. War ja noch in dir drin. Interessanter Zeitpunkt auf jeden Fall, den du da gewählt hast. Interessanter Zeitpunkt. Ja, einerseits ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil... Hättest du es nicht kurz vorher oder kurz danach machen können? Auf jeden Fall hat sie seine volle Aufmerksamkeit. Und er war wahrscheinlich noch glücklich in dem Moment. Willst du mich eigentlich ficken oder was? Alter, das muss ja übelst krass sein. Stellt euch einfach mal so vor... Das will ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber stell dir mal vor, so der Mann, oder ne, der Mann ist halt kurz so vom Kommen und so, und der ist halt sehr glücklich so dabei und die so, ich mach so Schluss und der ist, oh scheiße, oh nee, das krieg ich lieber so aus meinem Kopf raus, ne, oh. Ich mach Schluss mit dir. Ich beichte, dass ich Satanistin bin, aber auf eine katholische Schule gehe, Limmer. Ha, ich war auch auf einer christlichen Schule. Heil Satan, unser Vater in der Hölle. Ich hatte schon mal... Popo-Sex. ...im Park auf einem Klettergerüst. Lag auch am Alkohol. Auch da, feel free. Tu, was du möchtest. Solange du niemanden damit belästigt hast. Also, und soweit ich weiß, habe ich das Spielplätze laut. Sperrstunde. Ja. Boah, das war der Hyper-Eimer-Ausdruck, Alter. Sei froh, dass ich keine Ordnungswidrigkeit erreicht habe, mein Fräulein. Sonst hättest du doch die Handschellen bekommen. Spaß. So, okay. Hatte mit meiner Schwester. Also, da es nicht deine Stiefschwester war, finde ich das nicht okay. Boah, bei Stiefschwester, na gut. Kleine Grenze so überschritten. Eine kleine. Eifelspaß. Ich habe einen imaginären besten Freund. Er heißt Charlie. Das freut mich. Charlie T. Hab ich auch. Ein bisschen sehr lieb von mir. Na, Charlie, wie geht's? Hörst du die Stimme auch? Hörst du sie auch? Habe ich dir eigentlich schon mal Tommy vorgestellt? Tommy, na, ich sehe den doch. Bin mit dem Gib Loch für Satan Hoodie zum Abschlussgottesdienst gegangen. Ich feiere das. Ich 17 beichte, dass ich mal ein Kleid getragen habe und dass es dann meine ganze Klasse wusste. Aber auch da, feel free, mach was, du kannst es machen. Hä? Sie hat ein Kleid... Hä, was? Ich weiß jetzt, dass ich mal ein Kleid getragen habe und das ist dann meine ganze Klasse... Hä? Ich verstehe die Beichte jetzt gerade irgendwie nicht. Also, hä? Also, sie hat ja nichts drunter an oder was jetzt? Oder wie jetzt? Oder? Das ist mir zu hoch. Das ist mir eindeutig zu hoch. Ich mal ein Kleid getragen habe und dass es dann meine ganze Klasse wusste. Aber auch da, feel free, mach was, du kannst es machen, wenn du dich dabei gut fühlst. Das ist doch cool. Feel free. Bin verrückt. Ich auch, ist okay. Feel free. Ich bin normal. Hatte mal meine Tage im Sport und ein Lehrer ist drauf ausgerutscht. Oh, scheiße, das stelle ich mir unangenehm vor. Für sie oder für den Lehrer? Ja, also, oh mein Gott, wenn der einmal hinfällt, ist ja nicht so schlimm. Ja, vermutlich auch für beide unangenehm. Hoffentlich war die ganze... Es tut mir jetzt leid für die Person, dass ich jetzt lachen muss, aber ich stelle mir das gerade irgendwie so bescheuert vor, ey. Also eine Blutspur, der Lehrer sieht das so nicht und rutscht so aus und kriegt dann vielleicht noch so Panik, weil er so denkt, so, oh fuck, so ein Schüler und eine Schülerin von mir ist verletzt. Ja. Ich lasse meinen Gedankengang lieber. Nee, das ist eine Situation für dich nicht so unangenehm. Ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht, wenn man vielleicht so auch das erste Mal seine Tage kriegt, vielleicht schwierig ist. Also man kann sich da nicht reinversetzen, also ich mich nicht. Ich kann dafür sorgen, dass du aus deinem Schwein blutest. Ich würde lieber darauf verzichten. Muschi. Ich war einmal so bekifft, dass ich einer Ente hinterhergelaufen bin, weil ich dachte, sie wäre mein Verbündeter. Oh, das ist auch aber eine schöne Einbildung. Ich habe das schon mal gemacht, ohne zu kiffen. Ja, ich erinnere mich. Und dann bin ich in der Rheinau in Bonn ins Wasser gefallen. Und dann ich rede manchmal mit Tauben. Gewesen. Du bist nicht reingefallen, du bist da reingesprungen. Ich habe jetzt mal eine alte Stelle mit so einer Taube gesprochen. Einfach so just for fun, so übelst leise. Die Leute dachten so neben mir, dass ich irgendwie... Aber das Geile ist, also wieso ich überhaupt darauf gekommen bin, mit Tauben zu sprechen... Also mit der Taube zu sprechen,
Weil die Taube hat irgendwie immer mir so sozusagen Antworten gegeben, ne? Also ich hatte mit der, und die hat dann immer so gemacht oder ja, stimmt schon. Und die Leute neben mir dachten, Alter, was ist denn mit denen los? Okay, er ist reingefallen. Ich fand das halt mega witzig irgendwie. Der Blick gerade, Au! Das sind einfach Beißerdrücke auf meinen Fingern. Ja. Ich beichte, dass ich UEFA-D schön finde. Das ist schon eine kranke Beichte. Oh ja, das finde ich jetzt aber auch. Steck nicht wieder mein Ohr aus. Schön. Du riechst nach Shampoo. Ich muss gucken, wie es schmeckt. Shampoo und Ohr. Weißt du gerade meine Haare? Gut, ich habe Shampoo schon mal woanders hinbekommen. Das ist sehr, 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 sehr unangenehm, wenn man Shampoo in eine bestimmte Öffnung so reinbekommt. Wie ich das geschafft habe, keine Ahnung. Aber ich konnte 3 Tage nicht pullern, weil es hat sich angefühlt wie Chili. Das hat wirklich, ich hatte manchmal so Heulkrämpfe gefühlt fast, ne? Aber ich musste ja irgendwie pullern. Habe ich schon mal geschafft. Das war komisch. Wie hat dir das denn so gefallen? Ich fand's lustig. Wir werden das nochmal machen, das Format. Wir hoffen, dass es bei euch sehr gut ankommt und dass ihr auch Freude daran hattet, das zu sehen. Und wenn ihr bei dem Format auch mal mitmachen wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram. Die Sachen sind hier unten eingeblendet. Da ist Jans Instagram, da ist das Gewitter im Kopf Instagram und da ist meins. Schaut da gerne mal vorbei und ja, dann könnt ihr vielleicht auch mal bei dem Format dabei sein. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und dass wir uns bei einem von unseren nächsten Videos wiedersehen. Wir telefonieren jetzt hier noch ein bisschen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Feel free. Feel free. I just can't let you go. Also, Lord knows that I've tried to. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich fand das Video mega geil und ich hätte irgendwie auch Bock auf so ein Format. So, was für kranke Sachen ihr schon so gemacht habt. Würde ich so ein ganzes Format mal gerne draus machen. Ihr müsst natürlich Bock drauf haben. Schreibt das mal bitte unten in die Kommentare. Und wenn sich da genug Leute finden, müssen wir natürlich die Beichten dann irgendwie über Instagram oder über Twitter dann schicken. Dann werde ich dann immer, muss ich gucken, wie ich das mache, für euch am besten mache. Oder ihr könnt auch die Beichten mal gucken. Vielleicht könnt ihr die auch in den Kommentaren schreiben und ich suche mir die dann raus. Aber Bock hätte ich auf so ein Format. Ohne Scheiß, ich will wissen, was bei euch in der kranken Fantasie so, oder was ihr alles schon so gemacht habt. Nicht in der Fantasie, sondern was ihr wirklich gemacht habt. Würde mich echt mal interessieren. Schreibt das mal unten in die Kommentare und wenn genug Leute Bock drauf haben, das könnt ihr mir, ich weiß nicht, wie wir das machen, vielleicht zeigt ihr mir das mit einem Like oder, nee, ja Quatsch, ich mag das nicht, um Likes zu geiern. Schreibt es mal unten in die Kommentare und wenn wirklich genug Leute sich finden und wenn übelst viele Leute so ein Format feiern würden, dann könnte ich das gerne mal einbauen, weil ich das ohne Scheiß, ich will eher ohne Mist mal wissen, so was ihr schon für kranke Scheiße erlebt habt oder gemacht habt. Würde mich mal interessieren. Schreibt es mal wirklich unten in die Kommentare. Für die Leute, die bisher hingeguckt haben, natürlich. Ja, und wir sehen uns definitiv, Dativakkusativ, in der nächsten Aufnahme. Bis dann, haut rein und tschüss.